Willkommen zurück bei Dead Space. Wir gehen zum Wartungssektor. Und finden eine Platine. Ja, hier waren wir eben schon, sind aber nicht weitergegangen. Hallo. Oh, die ist ja immer noch. Jetzt nicht mehr. Aber hier ist wieder ein Medipack. Ich weiß nie, welches Medipack der priorisiert einsetzt. Das, was ich am ehesten brauche oder das größte generell. Okay. Weg mit dir. So, hier müssen wir rein. Oben. Ich brauche aber Strom dafür. Wo komme ich denn hier an Strom? Ja, ich weiß, dass du da bist. Setz dich ruhig mal hin. Setz dich on the Fußboden hier. So, Credits. Mehr Credits. So, jetzt müssen wir uns gucken, wo ich Strom herbekomme. Aus meiner G. Credits. Kisten. Credits. Ich habe gerade nicht schon wieder einen gehört. Dieses Gesicht macht mich fertig. Jedes Mal, wenn ich da hingucke. Aber von hier komme ich doch. Soll ich links um die Ecke oder was? Ja, okay. Da ist auch noch eine Kiste. Das ist ein Aufzug. Aufzüge sind toll. Aufzüge, wie wir festgestellt haben, sind immer sicher, immer safe. Ich bin auch nicht ganz vollkommen am Leben tatsächlich. Ich habe nicht volles Leben. Vor mir ist schon ein Schacht, der wahrscheinlich jetzt gleich aufspringt. Obwohl Dead Space natürlich auch gerne mal mit den Erwartungen spielt. Also im Sinne von, ich erwarte, da kommt jetzt irgendwas und dann passiert es aber gar nicht. Damit habe ich gerade nicht gerechnet. Okay. Noch mehr? Bist du auch am Leben? Okay, du bist tot. Du bist auch tot. Den einen habe ich so aus Versehen gerade runtergeschossen. Mal ganz kurz gucken, wohin geht denn? Wohin gehen die einzelnen Dinger denn? Alles einsammeln. Ein Textlog. Stimmt, es gab auch Textlogs. Oh. Defekte Forderung, Gyroantrieb, ersetzt jetzt funktionsfähig, Missionstag 3, fehlerhaftes Zielfernrohr, vollständiger Austausch, funktionsfähig, beschädigte vordere linkere Sichtfenster, Missionstag 5, Anmerkung des Ingenieurs, J-Ride. Okay, es wurden einfach nur Sachen repariert. Alles klar, gut. Ist doch ein Textlog, der ist okay. Ist gerade nicht die Tür. Welche Tür macht das Ding dann auf? Ich sollte das, glaube ich, nicht. Wenn, dann muss ich die zwei, glaube ich, hier umsortieren. Ach, die zwei ist das Licht. Ja, natürlich. Natürlich ist die zwei das Licht. Ja. Mhm. Kann aufpassen, dahinter die könnte auch noch einer kommen. Tu das auf. Lebst du noch? Nein. Gutes, wenn ich drauf trete und was rauskommt, ist es tot.
Jetzt sehe ich echt gar nichts mehr hier. Scheibenkleister. Hier ist noch ein. Hier, ist, hier kann noch was rauskommen. Okay. Nein? Okay. Lass mich runter. Hey, Moment. Achso, das geht runter. Runter ist richtig. Noch mehr? Ja. Ich könnte dieses Spiel, glaube ich, auch nicht mit dem Controller spielen, weil ich muss so präzise auf verschiedene Sachen schießen, dass ich, glaube ich, echt Probleme hätte, hier das nicht mit, mit Tastatur und Maus zu spielen. Aber hey, kann ich mir auch wieder mal ein bisschen mein Shooter-Können zeigen. Wie sehr ich es drauf habe. Hier ist mein Knoten, hier ist eine Bank, da gucken wir uns gleich nach. Das ist der Textlog. Pokerabend, ich halte das von Wriggling fern, falls Benson mithört. Willst du heute Abend pokern oder lässt du Caitlin weiter mit deinen Credits rumlaufen? Ich bin dabei, aber kannst du Pavy dieses Mal nicht einladen? Ich weiß, dass er sich immer noch die Schuld an Ceressys Unfall gibt, aber niemand will sich diese verdammten Albträume anhören. Vor allem nicht den, in dem er sah, wie Ceressy aufstand und mit halbem Kopf rumlief. Und mach mir deswegen keine Vorwürfe. Ich meine es ernst. Es macht mich fertig. Letzte Nacht hatte ich einen dieser Träume, von denen man aufwacht. Aber mein Dad saß neben meinem Bett und redete mit mir. Es fühlte sich so echt an, dass ich ihn den ganzen Tag aus dem Augenwinkel gesehen habe. Und glaub mir, dieser Mistkerl sollte lieber tot bleiben. Smith. Platine. Isaac, wie kann ich mehr lange bleiben? Ich höre, wie sich etwas bewegt. Moment, ich hab die Platine. Ich komme zurück zur Monorail-Steuerung. Daniels, mach dich bereit. So, wir haben hier eine Bank. Verbessere Waffen und Rig der Werkbank. Waffen aufrüsten, neue Upgrades freischalten. Was ist jetzt hier? Also verbessere die Fähigkeiten Waffen Rig, indem du Energieknoten in die Upgrade-Diagramm investierst. Um Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten und das Update-Diagramm der Waffen zu erweitern, bringe Upgrade-Teile zur Werkbank. Okay. Genau, ich kann meinen Anzug oder Plasma-Cutter erweitern. Und wir sehen schon da unten, ich habe die Möglichkeit, ach du Scheiße, richtig, jeden Knoten. Ich kann meine Trefferpunkte erhöhen, ich kann meine Luft, also meinen Sauerstoff erhöhen, das wird später noch wichtig. Meine Stasedauer kann ich, und meine Stasezone, ich weiß nicht, was Stasezone ist tatsächlich. Genau, Sauerstoff und TP. Was kann ich mit meinem Plasma-Cutter machen? Schaden, Kapazität, Feuerrate, nachladen. Und ja, ich werde meinen Plasma-Cutter wieder als Hauptwaffe benutzen. Was so viel bedeutet wie, ich werde ihn wieder als benutzen. So. Jetzt haben wir einen Lebensbalken mehr. Und wir haben unseren Plasma-Cutter, hat ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr Kapazität. Ich kann jetzt 11 Schuss statt 10 Schuss laden. Also Knoten sind sehr wichtig, um die ganzen Sachen hier abzugraden. Ja, jetzt haben wir 11 Schuss. Wo muss ich? Okay. Oh, ey, ich hab echt. Sobald ich ein Geräusch höre. Was, wo war das? Wo war das? Hier? Da. Wichtig ist immer zuerst die Beine abtrennen, weil die Dinger können verflucht schnell sein. Du bist doch. Bist du tot? Wenn übrigens Leichen auf dem Boden liegen.
die da vorher nicht lagen. Sollte man das in Frage stellen? Ist hier nicht ein Speicherpunkt? Oh ja, tatsächlich. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Kapitel es in diesem Spiel gab. Bist du tot? Ja, bist du. Okay. Da liegt zum Beispiel wieder jemand Neues auf dem Boden. Da. Okay, ist aber anscheinend tot. An diese Schutzschalter, an dieses Prinzip hier erinnere ich mich gar nicht. Ist das neu? Also wirklich, ich habe da gar keine Erinnerung dran, dass man so ein Schaltersystem hat. So, hier kann ich jetzt tatsächlich diese Platine einsetzen. Platine reinstalliert. Systemneustart abgeschlossen. Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber! Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Tja, jetzt sind die weg. Wir sind an Bord. Das Dach wurde getroffen, aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei, aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnston repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Vor allen Dingen ist nicht... Hoffentlich... Ist nicht sogar jemand mit gebrochenem Knöchel noch an Bord? Kehre zu Kellyan zurück. Weil ich wollte gerade sagen, also ja, der arme Shen, unser asiatischer Freund, ist leider von uns gegangen, ziemlich früh. Unser Captain lebt noch, unsere andere Reparaturtante lebt noch und dann eigentlich die Pilotin. Obwohl Shen ist ja mit der Pilot gewesen, aber die Co-Pilotin. Kann sich nur nicht bewegen, weil hat einen gebrochenen Knöchel. Ich erinnere mich. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier mit welchem NPC passiert. Also gar nicht, wirklich. Wer hier, wer stirbt, wer überlebt, etc. Was mit Nicole ist. Ich erinnere mich nicht mal mehr, was mit Nicole ist, tatsächlich. Und man, sein Inventar ist ganz gut voll. Bronze-Halbleiter, wertvoll. Kann ich den verkaufen? Verkauf jetzt im Shop. Hast du hier irgendwo einen Shop gesehen? Ich nicht. Also, wir versuchen zurückzugehen. Und fliehen einfach, dann ist das Spiel vorbei und alles ist super. This is how you do it. Falls ihr übrigens denkt, von wegen, warum trete ich auf Leichen rum, es ist sicherer. Einfach vorsichtshalber nochmal zwischendurch auf Leichen rumtreten. Sie könnten ja doch aufstehen. Was? Über mir, links, rechts, geradeaus. Okay, der ist tot. Gott sei Dank. Oh Gott, diese Geräusche. Muss geschehen. Das Spiel schafft es doch, mich auch irgendwie doch minimal wieder in eine unbehagliche Stimmung reinzubringen. Also selbst wenn ich das Spiel kenne, muss ich gestehen, fühle ich mich nicht wohl. Ja, Punkt. Ich fühle mich nicht wohl. Das ist ja genau das, was das Spiel in dem Sinne bezwecken möchte. Okay. Jetzt fühle ich mich wohl. Pudelwohl.
Vor allen Dingen, wenn es schon offen sind, finde ich das noch viel schlimmer. Ja, klingt nach einem super Plan. Einfach hinterher. Wollte jetzt keine Munition verschwenden. Das heißt, wir machen mal. Also ja, ich kann auch Gegner einfach. Oh, hi. Ich kann auch Gegner einstasen. Dann sind sie langsamer. Ist hier noch ein Gegner oder warum will die Musik sich wieder beruhigen? Die Lichteffekte und so, das ist halt, es sieht halt schon echt schön aus. Es sah 2008 schön aus. Also es ist kein, sorry, dass ich diesen Vergleich jetzt mache. Es ist kein Black Myth Wukong. Für die jetzt nicht verstehen, wovon ich rede, das ist das Spiel, was ich literally heute abgeschlossen habe, das Projekt, und habe jetzt direkt mit Dead Space angefangen. Und klar, das ist, es hat aber auch einen ganz anderen Stil. Und das ist das Wichtige. Es ist dunkel, es ist düster, überall dieser Rauch, dieser Nebel, die Lichteffekte, das ist das, was Dead Space ausmacht und das sieht echt gut, beziehungsweise echt gruselig aus, ist das ein Lob? Ja, eigentlich schon. Es sieht sehr atmosphärisch aus und das ist halt echt cool. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Wir haben ja noch einen Textlog. Haftungsausschuss. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der grundlegende Ressourcen wie Treibstoff, Erze, Metall und Eis nur schwer zu bekommen sind. Stellen Sie sich vor, die Bedürfnisse der Menschheit wären vollständig von der fast verschwundenen Ressourcen der Erde und den schwindenden Vorräten der Kolonie abhängig. Ältere Leser müssen sich an solche Welt nicht vorstellen. Sie haben sie vor weniger als einem Jahrhundert selbst erlebt. Die Suche nach zusätzlichen Ressourcen der Welt ist nicht neu. Damals gab es jedoch nur kleinere Schiffe mit Shockpoint-Antrieb, die der Nachfrage kaum gerecht werden konnten. Und dann kam die Ishimura. Ja, die USG Ishimura ist total toll. Benannt nach dem berühmten Astrophysiker und Erfinder des Shockpoint-Antriebs. Ja, das ist jetzt hier gerade einfach eine Lobeshymne auf das wunderschöne Schiff. Die Ishimura ist 62 Jahre alt und gehört zur CEC-Flotte und ist ein wunderschönes Schiff. Ja, gut. Und ein Rohstofflieferant. Ja, solche Texte werde ich mir jetzt nicht. Also ich habe schon vor, sowohl Audio als auch Textdialoge zu lesen, großenteils. Aber sowas ist jetzt, da verschwende ich jetzt meine Zeit nicht dran, um zu erzählen, wie toll denn dieses Schiff die Ishimura ist. Und wer sie entwickelt und installiert hat. Und gebaut. So, ist unsere Knöchelbrecherin, ist noch da. Ich sehe sie von hier aus. Da ist sie. Hey Isaac, hilf mir. Ich versuch. Ich bin hier durch, aber für den Rest brauchen wir einen Experten. Kerisokalion zurück. Wir haben hier auch tatsächlich noch ein Textlog. Erkundigung und familiärer Hintergrund. Wir haben Folgendes über den Spezialisten rausgefunden, der für die Reparaturmission geschickt wurde. Das ist wiederum recht interessant. Hey Isaac, ich könnte Hilfe gebrauchen. Das ist schön, ich bin aber gerade mal lesen. Isaac wurde als Sohn von Paul und Octavia Clark auf der Erde in der Ostküstenregion der Amerikanischen Republik geboren. Paul Clark war ein preisgekrönter Schiffsarchitekt, der bei einer Galactic Union Merchant Marine Corp angestellt war. Seine Aufzeichnungen zeigen, dass er längere Zeit von seiner Heimatwelt und seiner Familie getrennt war. Nach der Geburt von Isaac wurde Paul vorübergehend in eine Gumsi-Schiffsproduktionsanlage auf der Erde versetzt. Während des vierjährigen Aufenthalts zogen Paul und Octavia Isaac gemeinsam auf. Danach schickte man Paul auf einen längeren Einsatz außerhalb der Erde. Paul hat wohl einen starken Einfluss auf seinen Sohn ausgeübt. Aufzeichnungen zeigen, dass Isaac ein Studium des Maschinenbaus und der Elektrotechnik aufnahm, das er mit Auszeichnungen abschloss. Medizinischen und psychiatrischen Berichten zufolge hatte die Abwesenheit von Paul Clark tiefgreifende Auswirkungen auf Octavia. Sie litt unter Depressionen und persönlichen Ängsten, bis Ärzte sie ermutigten, eine ehrenamtliche Arbeit auszuüben. Es wird angenommen, dass sie auf diese Weise mit der Unitologie-Kirche, Unitology-Kirche in Kontakt kam.
Zunächst schien die Verbindung mit der Kirche ihren psychischen Zustand zu verbessern. Die Absage ihrer Therapiesitzung deckt sich mit den Ankündigungen der örtlichen Kirchengemeinde zu ihrer Einweihungsfeier. Es gibt Hinweise darauf, dass sie einen Großteil der Familienbesitzes verkaufte, um die Vollmitgliedschaft in der Kirche und die für den Eintritt in die höheren Ränge erforderlichen Seelenreinigungen zu finanzieren. Isaac scheint für eine renommierte Ingenieursschule ausgewählt worden zu sein, aber wir vermuten, dass er sich das Schulgeld nicht leisten konnte, da Aufzeichnungen zeigen, dass er stattdessen mit Hilfe von Stipendien und finanzieller Unterstützung eine weniger bekannte Schule besuchte. Nachdem er seinen Abschluss mit Auszeichnungen bestanden hat, meldete sich Isaac bei der Handelsmarine. Er machte sich schnell einen Namen für eine einfallsreiche technische Lösung und wurde nach 2 Jahren in eine höhere Position befördert, die näher an den großen Schifffahrtsrouten lag. Isaacs Karriere stagnierte zu diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig gibt es Berichte aus der Psychiatrie, dass sich der Gesundheitszustand seiner Mutter verschlechterte, und aus den Bankunterlagen geht hervor, dass Zahlungen an eine psychiatrische Einrichtung für die Behandlung geleistet wurde. Dort lernten Isaac eine Ärztin und Neuropsychiaterin namens Nicole Brennan kennen, deren Name auf Octavias Ärzteliste erscheint. Die beiden lebten zusammen, bis Brennan eine Beförderung annahm und auf die USG Ishimura versetzt wurde. Pauls Rückkehr nach seinem ausgedehnten Einsatz fiel mit Octavias Entlassung aus dem Krankenhaus zusammen. Pauls Dienstunterlagen sind nach wie vor geheim. Und wenn er sich nicht Isaac anvertraut hat, hat er seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Die nächsten Aufzeichnungen, die wir haben, sind die Todesanzeigen für Paul und Octavia. Ihre Leichnamen wurden zusammen mit dem gesamten Nachlass der Clarks in die Obhut der Unitology-Kirche übergeben, offenbar auf Wunsch von Octavia. Isaacs wiederholte Bitten um die Rückgaben der sterblichen Überreste seiner Eltern scheinen ignoriert worden zu sein. Da die Kirche jegliche Nachforschung über ihre Mitglieder verweigert, ist die Todesursache unbekannt. Insgesamt ist Isaac mehr als qualifiziert für einen Job wie den auf der Ishimura. Allerdings würde ich mit ihm eher über Politik als über Religion sprechen. Kendra Daniels. Ich konnte in der kurzen Zeit nicht viel herausfinden, aber Dalton schwört auf sie. Anscheinend ist sie aufgrund seiner Empfehlung bei der Mission dabei. Wenn er denkt, sie hat das Zeug dazu, kann ich kaum widersprechen. Also, das ist der Hintergrund zu Isaac. Ja, kirchlich ein bisschen schwierig. Eltern beide tot. Nicole kennengelernt, weil das ist die Psychiaterin seiner Mutter. Was hast du da? Ist das Blut? Haley, hör mir zu. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellyen reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Was ist das? Oh Gott. Der Singularitätskern. Singularitätskern überlastet. Wir müssen sofort die kontrollierte Umwelt des Abstands einnehmen. Los! So viel zu ihr. Okay, wir haben einen neuen Gegnertyp. Nämlich die, wie nennt man, keine Ahnung, Wurmspringer. Ich habe keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Die da. Die springen so flott und schön durch die Gegend. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Die Kerlchen auch. Der Singularitätskern ist überlastet. Fuck. Die Kellyan war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht 2 meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht... Er ist verstorben? Sogar der Captain? Oh Gott! Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das?
Wir haben Chen gefunden. Scheiße. Ja, natürlich. Im Endeffekt, ich liebe dieses Spiel dafür, dass man einfach nur sagt, ja, du machst alles, wir können gar nichts. Also, wieder zurück. Kann man das Licht angemacht werden oder so? Okay. In welche Richtung muss ich? Mach jetzt da lang. Dann machen wir das doch. Ein paar Minütchen haben wir noch. Die Speicherpunkte sind anscheinend echt nett gesetzt. Finde ich gut. Also es gibt tatsächlich doch immer wieder Speicherpunkte. Das weiß ich noch. Literally, wie ich in meinem Let's Play wirklich von Speicherpunkt zu Speicherpunkt mich geschlichen habe. Weil ich Schiss hatte. I can't die here. Not yet. Not like this. Eat me. They ate my boy. Okay, noch ein wunderschönes Badezimmer, nur irgendwie ohne Leiche. Nur mit Blut. Falls, also ich bin auch fast die ganze Zeit im Zielmodus. Erstens, weil es eine Taschenlampe ist. Und zweitens, weil ich Angst habe. Meine Stase, okay, ich habe noch zwei Staseladungen. Ich würde gerne meine. Natürlich erinnere ich mich an ein paar Dinge. Ich möchte unbedingt meine Lieblingsfähigkeit wieder haben. Hier ist ein Store. Cool. Und für die, die es jetzt fragen, von wegen, hey, was meinst du? Ich meine tatsächlich, warum bewegst du dich? Hör auf, dich zu bewegen. Telekinese. Ach, hier waren doch eben unsere beiden Freunde und wir waren auf der anderen Seite. Ja, klar. Ein Shop. Möchte ich Gegenstände verkaufen oder lagern? Stimmt, lagern gab es auch noch. Shop. Shop ist zentrale Anlaufstelle zum Kauf, Verkauf und Lagern von Gegenständen für spätere Verwendung. Shop. Du kannst Sachen gegen Credits verkaufen. Bring Schemata zum Shop, um Gegenstände zum Verkaufen freizuschalten. Verkaufe Gegenstände, die du lernst, Lager. Wenn das Lager voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager, Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen. Ja, das werden wir auch auf jeden Fall tun. Was ist das? Anzug Level 2? Erhöht dein Inventargröße auf 18 Slots und verleiht 5% Rüstung. Geil, werden wir sofort kaufen. Und 10.000 für einen scheiß Knoten. Aber ja, wir holen uns auf jeden Fall sofort mehr Platz. Und wir kriegen auch einen neuen Anzug. Das ist immer das Coole gewesen. Man geht in so eine tolle Maschine und bleibt einfach stecken. Nein. Und kriegt einen neuen Anzug. Das heißt, mit dem Spiel verändert sich auch immer und immer wieder unser Anzug. Zumindest war das auf jeden Fall in Dead Space 3 so. Ich glaube, das war anscheinend auch schon in Dead Space 1 so. Guck mal hier. Mehr Rüstung. Ein bisschen bronzener. Schick, schick. Ja, wir möchten trotzdem Sachen verkaufen und wir möchten noch Sachen lagern. Ich möchte gerne einmal in mein Inventar und möchte... Ich habe echt ein bisschen Probleme mit... Also, mit, es gibt da kein Menü. Ich möchte das hier gerne verkaufen, wenn ich kann. Ja, weil die brauche ich nicht. Des Weiteren würde ich gerne ein bisschen was... Lager, was? Ich glaube, das ist quasi das Aussehen von dem klassischen Dead Space 1. Ich wollte eigentlich Sachen von meinem Inventar ins... Ah, da. Wir packen mal zwei Paketchen ins Lager. Haben immer noch bei weitem genug Munition. Genau, haben aber hier auch mal ein bisschen mehr Platz. So, speichern? Ja, nein, vielleicht. Nein, überhaupt nicht. Gibt's nicht. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier speichern können. Hier können wir upgraden mit Knoten, die wir nicht haben. Und hier gibt's einen Aufzug, aber den werden wir dann beim nächsten Mal benutzen. Wir können speichern.
Denn das tun wir auch. Und ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.